alle Jahre wieder. Er ist ein Viervierteltakt und bei D7 und G, was zupfe ich da? Das gucke ich mir selber genau an. Das, natürlich dann gehe ich aus dem Zupfmuster raus, je nachdem, was ich zupfe. Die Frage ist jetzt natürlich auch, welches Muster benutze. Aber in jedem Fall mache ich eigentlich immer das Gleiche. Bei dem schnellen Wechsel, da geht es eigentlich nur um diese Stelle hier. Ja, und hier eigentlich nochmal, hier ist nochmal eine schnelle Stelle mit C und G. Das sind einfach Schläge, die ich einfüge. Ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Ist die eine Stelle, kommt das Christuskind. Kommt das Christuskind auf die Erde. Und so weiter. Ist eigentlich nichts Besonderes. An der Stelle ist auch beruhigend. So, ich mache das jetzt so, wenn ich das Lied spiele. Ich gucke mir eigentlich immer an, erstmal, ich habe mir hier eine Sache vorbereitet, das seht ihr, das ist das Inhaltsverzeichnis mit den Bundangaben, damit ich mitkomme. Kapodaster habe ich schon drauf hier. Und bei alle Jahre wieder habe ich auch den dritten Bund angegeben. Ja, ich mache das so, ich gehe einmal auf die Noten hier, gucke ich mir an, wo ist der Anfangston, damit ich mich nicht irre. Und zur Sicherheit kann man sich auch nochmal orientieren, welcher Takt das hier ist. Im Grunde geht es immer nur um gerade oder ungerade. Und dann blende ich aber dieses Blatt ein. Ja. Wir hatten also hier den Anfangston D und ein Viervierteltakt. Ja, ich spiele immer unterschiedlich, damit ihr nachträglich euch das eventuell in Zeitlupe angucken könnt und eventuell auch irgendwelche Sachen dann nachmachen könnt. Sagte ich. Es ist